Indie-Spiele haben im Laufe der Jahre den Gaming-Markt im Sturm erobert. Eines der häufigsten Merkmale von großen Indie-Games ist das Design, denn durch das deutlich kleinere Budget müssen die Spiele ohne große Werbekampagnen aus der Masse herausstechen. Limbo ist eines der Spiele, die den Indie-Hype so richtig ins Rollen gebracht haben, und guckt euch dieses Spiel mal an. Ein wunderschönes 2D-Puzzle-Jump'n'Run mit einer Optik, die man so vorher noch nie gesehen hatte. Und auch wenn Limbo gameplaymäßig so ziemlich perfekt ist, würde es ohne den Look in der Masse einfach untergehen. Spiele wie Abzu oder Journey setzen zum Beispiel ihre ganze Existenz auf die einzigartige und wunderschöne Grafik. All diese Spiele sind überragend, doch ausgerechnet das beste Indie-Spiel aller Zeiten ignoriert genau diese Eigenschaft und ist sogar eher ziemlich hässlich. Die Rede hierbei ist natürlich von Undertale. Undertale ist ein Spiel, entwickelt von hauptsächlich einer einzigen Person. Toby Fox. Toby Fox war in seiner Kindheit ein Riesenfan von Earthbound und treibte sich im jungen Erwachsenenalter häufig in Earthbound-Foren rum, und dort tauchte dann auch das allererste Bild von Undertale auf. Damals bewarb er das Spiel noch als Earthbound-ROM-Hack mit dem Namen Underbound 2. Wenige Monate später erschien auf der Seite Fangamer die erste Demo des Spiels, diesmal auch unter dem offiziellen Namen Undertale. Das Spiel bekam super Kritiken und letztendlich kam es zu einer Kickstarter-Kampagne, die über 51.000 Dollar einspielte. 2 Jahre später, am 15. September 2015, erschien das gesamte Spiel dann endlich und somit war das Meisterwerk Undertale geboren. Vor vielen Jahren herrschten die Monster und Menschen gemeinsam über die Erde. Doch eines Tages brach Krieg aus und nach einem langen, harten Kampf konnten die Menschen den Sieg letztendlich einfahren und die Monster in den Untergrund verbannen. Eines Tages fällt jedoch ein Menschenkind in die Tiefen des Untergrunds und versucht nun wieder herauszukommen. Jenes Kind ist der Protagonist des Spiels und hat es aufgrund der Vergangenheit natürlich nicht einfach. Doch nicht nur der Protagonist, dessen Name ihr außerdem selbst entscheiden könnt, wird ins kalte Wasser geschmissen, sondern wir als Spieler auch. Wir starten das Spiel in einem kleinen, leeren Raum und werden dann einfach auf die Welt losgelassen. Das Spiel gibt uns innerhalb der ersten Minuten zwar ein ganz gutes Gefühl darüber, was grundlegend passieren kann, aber nimmt uns jetzt nicht besonders an die Hand. Und das ist auch eine der größten Stärken des Spiels. Undertale lebt von seiner starken Erzählweise. Es gibt hier keine Charaktere, die dich dauerhaft an die Hand nehmen und dir die Hauptstory erklären. Denn das wäre gar nicht möglich. Du, also der Spieler selbst, formt diese Story erst. Du kannst natürlich auch einfach durch die Welt sprinten und hoffen, irgendwann wieder rauszukommen. Du kannst dir aber auch Zeit nehmen, die Orte, an denen du dich befindest, erkunden und somit neue Handlungsstränge kennenlernen. Die Rede ist ja nicht von irgendwelchen Sidequests oder sonstigen, sondern von Erzählungen, die die Geschichte erweitern und Licht auf diese mysteriöse Welt werfen. Jeder Raum, jeder Charakter hat so viel mehr zu bieten, als es auf den ersten Blick scheint. Apropos Charaktere, ich kannte Undertale vor allem durch eine Sache. Sans. Ich kannte Sans nur als Meme und als ich dieses Skelett das erste Mal sah, war er auch nichts mehr als ein lustiger Typ, der mich durch seine lustigen Dialoge zum Lachen brachte. Aber recht schnell stellte sich heraus, dass er weitaus mehr ist als das. Sans hat das, woran viele moderne Spiele scheitern: eine Persönlichkeit. Ich will ja heute spoilerfrei bleiben, aber wow, hat mich diese Figur begeistert. Sans ist ein tiefgründiger Charakter, der mich immer wieder zum Nachdenken erregt hat. Einer seiner letzten Szenen im ganzen Spiel ist einer meiner Lieblingsmomente aller Zeiten. Selten wurde ich so überrascht und auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, wie von Sans in diesem Moment. Das war wirklich einer der Erfahrungen, die ich nie wieder vergessen werde. Ich würde am liebsten ein ganzes Video über diesen Typen machen und auf jede Kleinigkeit eingehen, die er gesagt oder getan hat. Denn was Toby Fox da erschaffen hat, ist einer der bestdurchdachtesten und vielfältigsten Charaktere, die ich je gesehen habe. Doch es wäre unfair, hier heute nur über Sans zu reden, denn auch alle anderen Charaktere sind so unfassbar stark. Die Charaktere sprechen so glaubwürdig und das Spiel ist so in your face, dass ich teilweise sogar das Gefühl hatte, dass die Charaktere wirklich mit mir sprechen und nicht mit dem Charakter in dem Spiel. Ich habe mich bei jedem Dialog voll angesprochen gefühlt. Wirklich wie ein Teil der Story und nicht nur wie ein Zuseher. Was diesem Gefühl beiträgt, ist wohl auch, dass es in dem gesamten Spiel niemanden gibt, der mich genervt hat. Eher das genaue Gegenteil. Ich wollte mehr erfahren. Ich wollte jeden Charakter bis aufs kleinste Detail kennenlernen. Und damit kommen wir
wir zum nächsten großen Pluspunkt, der Wiederspielwert. Ich bin jemand, der Spiele gerne mehrfach durchspielt. Doch bei keinem Spiel hat sich ein erneuter Playthrough so angefühlt wie bei Undertale. Bei meinem zweiten Durchgang habe ich erstmal bemerkt, wie groß dieses Spiel ist und wie viel Inhalt es eigentlich bietet. Hier habe ich angefangen, die gesamte Welt zu erkunden und Dinge des Spiels herauszufinden, die ich so nie erwartet hätte. Ich konnte gar nicht richtig wahrhaben, was ich eigentlich alles verpasst hatte. Doch das eigentliche Highlight und der Grund, warum ich euch das jetzt alles gerade erzähle, war mein dritter Playthrough. Wenn es um Filme, Serien oder Videospiele geht, bin ich ein hochemotionaler Mensch. Und das hat sich bei keinem Spiel so bemerkbar gemacht wie bei Undertale. Noch bevor der dritte Durchgang startete, hatte ich bereits Tränen in den Augen und den wahrscheinlich emotionalsten Moment in Bezug zu Gaming, den ich je hatte. Dieser Moment war so krass für mich, dass ich das Spiel schließen und erstmal ein paar Minuten klarkommen musste. Und ich will nur nochmal betonen, dass ich ja am Erstellen meines neuen Speicherstands war. Das Spiel hat 3 verschiedene Enden und jeder, der Undertale gespielt und sich die 3 Enden geholt hat, weiß genau, welches Ende ich in meinem zweiten Durchgang erspielt hatte und welches Ende ich als nächstes anstrebte. Das war das Härteste, was ich je in einem Videospiel machen musste. Und es fiel mir so schwer, dass ich einen erneuten Playthrough tatsächlich erst sein lassen wollte. Fun Fact, nach langem Überlegen habe ich es doch getan und das Ending verkackt, weswegen ich das jetzt alles nochmal machen darf. Den letzten Punkt, den ich besonders hervorheben möchte, ist der grandiose Soundtrack. Ich glaube, ich lehne mich nicht weit aus dem Fenster heraus, wenn ich sage, dass das einer der, wenn nicht sogar der beste Soundtrack der Videospielgeschichte ist. Die Orte, die Charaktere, das Setting, die Gefühlslage, alles wird so perfekt in der Musik wiedergespiegelt. Jedes einzelne Lied ist ein Meisterwerk. Das erste Mal das Zuhause von Toriel zu betreten und dazu den Song Home zu hören, ist einer dieser Momente, die dieses Spiel so unglaublich schön machen. Es fühlt sich einfach so familiär und so herzerwärmend an. Es gibt kein Lied, das das Gefühl von zu Hause ankommen besser darstellt als dieses Lied. Genauso kann die Musik aber auch bedrückend sein. Der Dog Song ist ein schönes, glückliches Lied, doch wenn man dann sieht, was währenddessen passieren kann, auch hier will ich einem die Erfahrung nicht versauen, ist dieser Song bedrückend und ein echter Schlag ins Gesicht. Mir fallen auf Anhieb extrem viele Momente ein, die mithilfe des Soundtracks legendäre Momente bilden. Abschließend muss man einfach sagen, dass Toby Fox mit diesem Spiel alles perfektioniert. Und ja, selbst die Grafik. Die Grafik tut dem Spiel extrem gut und ich denke, dass das Spiel mit einem detaillierten Look nicht unbedingt harmonieren würde und bin deswegen wirklich dankbar für den gewählten Grafikstil. Abschließend muss ich einfach sagen, dass Toby Fox meiner Meinung nach eines der besten Videospiele aller Zeiten erstellt hat. Ich habe mich lange vor diesem Video gedrückt, da ich Angst habe, etwas zu vergessen. Worte können diesem Spiel einfach nicht gerecht werden.